ich am besten meine Familie unter. Schauen wir uns doch mal um. Ja. Der? Der? Der da! Der Rekord! Der ist aber schön! Schick! Prima! Papi, den nimmst du! Oh, ja. Ja, das muss Papi erstmal mit Papi besprechen. Wir wollen mal rechnen. 1, 2, 3, 4. Mit Mutti sind wir 5. Ob wir alle bequem sitzen können? Probier's doch ganz einfach. Richtig! Alles einsteigen! Bitte, alle haben Platz und alle sitzen bequem. Abfahren! Papi, ich würde erst mal anlassen. Der Motor läuft doch schon. Na nu, ich höre ja gar nichts. Ja, ist das eine Beschleunigung. Vom Stand in 14 Sekunden auf 80. Kunststück, 1,5 Liter Opel. Kurzhubmotor. Hörst du, die Fachleute sind begeistert. Und der Laie auch. Die herrliche Aussicht. Panoramascheibe. Vollsicht Panorama, Windschutzscheibe heißt das. 92% Rundumsicht. Tolles Auto, was? Ja, der Rekord, wirklich ein guter Wagen. Wie geschaffen für uns, nicht wahr, Mutti? Und der viele Platz. Tja, und der große Kofferraum. Tja, da könnte man direkt daran denken. Also, leisten kann man sich in jedem Fall. Was sagst du denn dazu? Eine Leistung, der Rekord. Eine Leistung, die man sich leisten kann. Na also, da sind wir ja beide einer Meinung. Mein nächster Wagen, ein Rekord. Das ist ja... Ein Rekord. Na? Du bist das Oberhaupt. Tatsächlich. So bequem wie zu Hause. Sogar ein Kleiderhaken. Und ein Zigarrenanzünder. Und ein großer Handschuhkasten. Zum Abschließen. Und der Scheibenwischer. Mit 2 Geschwindigkeitsstufen. Das ist Fahrkomfort. Aber jetzt, schlechte Wegstrecke. Darüber setzt sich der Rekord glatt hinweg. Das Prüffeld der Adam Opel AG in Rüsselsheim, das erste seiner Art in Europa. Immer wieder werden Wagen aus der Produktion genommen zur Prüfung der Qualität, zur Prüfung der Opel-Zuverlässigkeit. Hunderttausende von Kilometern werden hier gefahren. Dauerversuche. Schnellfahrbahn. 70 Grad sind die Kurven überhöht. Die Fliehkraft drückt mit vielfachem Gewicht auf Lenkung, Achsen, Federung. Das sind Überbelastungen, die es in der Praxis gar nicht gibt. Extreme Steigungen zerren an Kupplung, Getriebe und Bremsen. Anfahren aus dem Stand bei 30% Steigung. Für harte Bedingungen ist der Kapitän vorgeprobt. Der Fortschritt bleibt mit der Opel-Zuverlässigkeit verbunden. Regen, Rutschgefahr. Achtung! Sicher bleibt der Kapitän in der Spur. Kapitän und Kapitän L, der zuverlässige Begleiter. Geräumig wie ein echter Reisewagen sein muss. Mit einem Höchstmaß an Komfort. Kapitän und Kapitän L, Wagen der Weltklasse.